an diesem Bayernabend. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen Abend Ihnen hier im Studio und auch an dem schönen Abend natürlich Ihnen zu Hause. Ja, Champions League im ZDF, Bayern gegen Arsenal. Und da passt es wirklich gut, ihn heute hier bei uns zu haben. Einen Mann, der als eines der größten Fußballtalente überhaupt in seiner Heimat Dänemark gilt, als ihn Uli Hoeneß Mitte der 80er Jahre zum FC Bayern holt. Dann aber merkt er, er ist diesem enormen Druck in München nicht gewachsen. Ich habe, so sieht er das heute, ich habe damals ein bisschen meine Unbekümmertheit verloren. Die will er dann bei einem neuen Verein in der Schweiz wiederfinden. Doch dann passiert etwas, was sein Leben für immer verändert. An einem Bahnübergang wird er von einem Zug erfasst, ringt 10 Tage mit dem Tod und überlebt nur knapp. Auf die Frage, was er im nächsten Leben anders machen würde, hat er mal die schöne Antwort gegeben: Ich würde bei den Bayern mehr Tore schießen und ich würde nicht mehr in einen Zug fahren. Herzlich willkommen, Lars Lunde. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Faszinierende Lebensgeschichte. Ja, und Unbekümmertheit, diese Unbekümmertheit, von der Lars Lunde spricht, ist ein bisschen auch das Stichwort für den nächsten Gast. Die hat auch der moderne Fußball verloren, sagen manche und sagt auch er. Dafür muss man sich nur mal anschauen, welche schlimmen Szenen sich rund um das Spiel von Dortmund gegen Leipzig zugetragen haben. Er ist nicht nur Dortmunder und leidenschaftlicher BVB-Fan, sondern vor allen Dingen ein herausragender Reporter, der sich seit langem mit Fankultur beschäftigt. Red Bull Leipzig, sagt er, ist genau das, was der Anhänger eines traditionellen Vereins zutiefst ablehnt. Er sagt aber auch, der BVB hat den gewaltbereiten Fans über Jahre zu viel Platz eingeräumt. Herzlich willkommen, Olaf Sundermeier. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank fürs Kommen. Dann ein Mann bei uns, der gestern noch in Lissabon war beim Dortmund-Spiel, der aber auch selbst im Stadion war, als es zu diesen Ausschreitungen kam. Und der entsetzt darüber ist, dass so etwas passieren konnte. Doch er stellt auch die Frage nach den tieferen Ursachen und sagt, müssen wir uns nicht alle die Frage stellen, ob das möglicherweise auch eine Art Protestbewegung ist gegen dieses viele neue Geld im Fußball. Und er verweist darauf, dass man zwar ganz leicht über Getränkedosen mit Stierapplikationen schimpfen kann, aber dann sagt er, muss man auch fragen, ob es okay ist, wenn man Lewandowski mit dem Geld eines einzigen Großsponsors einfach so nebenbei mal kaufen kann. Wo um Hummels Willen, sagt er, soll das hinführen? Herzlich willkommen, Heiko Wasser. Ich freue mich sehr. Ja, sieht er, der Mann neben mir, im Prinzip genauso und sagt, wir müssen endlich mal aufhören, uns gegenseitig Märchen zu erzählen. Wenn Leipzig ein Wirtschaftsmodell ist, um Brause zu verkaufen, dann muss man auch erwähnen, dass Dortmund an der Börse notiert ist und an Bayern 3 Weltfirmen beteiligt sind. Apropos Wirtschaftsmodell hatte er auch mal, nämlich eine Wirtschaft in Augsburg, eine richtig schöne Kneipe. Und jetzt im zarten Alter von 49,5 verrät er zum ersten Mal und zur großen Überraschung aller, wo er als Fußballreporter am meisten recherchiert hat. Zitat: Ich habe mein halbes Leben an der Bar verbracht. Ich bin immer als Letzter gegangen und wusste am Ende das meiste. Herzlich willkommen, Waldemar Hartmann. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Waldi. Ja, und wir alle wissen, Alkohol ist ja nun wirklich keine Lösung. Wobei, diese Frau hier kommt gerade von einem Unglaublichen, ein Ort so dermaßen abgelegen, so dermaßen einsam und kalt und dunkel, dass man sagen muss, kein Alkohol ist da vermutlich auch keine Lösung. Sie ist Dokumentarfilmerin und machte sich vor einiger Zeit auf den Weg ins tiefste Sibirien, um einen Film über das geheimnisvolle Volk der Evenken zu drehen. Doch als sie zurückkommt ins lauwarme Berlin, merkt sie plötzlich, ihr fehlt nicht nur Sibirien. Und als wenig später eine SMS eintrudelt, ist es endgültig um sie geschehen. Die SMS ist von Anatoli und sie lautet: Ich würde gerne alle Blumen, die ich finden kann, auf deinen Wegen verstreuen. So romantisch sind Evenken. Und seitdem steht sie vor der Frage, wie geht das? Liebe auf 8000 Kilometer Entfernung und mit einem Mann aus den Wäldern Sibiriens, der bis heute nicht begreift, dass man ernsthaft in Deutschland für Parkplätze bezahlen muss. Herzlich willkommen, Britta Wulff. Freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Das versteht er nicht, ne? Herrlich. Wahnsinn, werden wir gleich
Wenn wir gleich später drüber reden, warum Anatoli vom Baikalsee nicht versteht, dass man in Deutschland für Parkplätze bezahlen muss. Schnell in die Runde gefragt, Waldemar, wie hast du das Spiel heute gesehen? Es war ein toller Erfolg für die Bayern. Ne? Ich meine, in der Form werden die eigentlich nur vom HSV zu schlagen. Sagt mein Freund Tim. Ich habe dir den Applaus jetzt gelassen, weil ja, du lebst in dieser Stadt und kannst ihn gebrauchen deswegen. Ja, nein, ist okay. Ja, gerne. Ich habe das ja vorher getippt, wir haben ja vorher telefoniert, ja, vor dem Spiel, schon vor zwei Tagen. Und ich war ziemlich sicher, dass die Arsenal weghauen. Genau, das hast du gesagt. Du hast gesagt, wahrscheinlich werden sie sogar richtig weghauen. Ja, genau, richtig weghauen. Und so kam es denn auch. Arsenal hat auch kräftig mitgeholfen, muss man schon dazu sagen. Aber alle die Skeptiker, die in München seit Wochen, seit Rückrundenbeginn Carlo Ancelotti schon in die Ecke der erfolglosen Trainer des FC Bayern schreiben oder reden wollen, sind ab sofort jetzt mal silenzios dankbar. Ja. Carlo hat das gesagt, auch Uli Hoeneß hat das erwähnt. Wenn Rummenigge und ich nervös werden und sagen auch mal Trainer, sieht nicht so gut aus, dann ist er der ruhigste von allen und sagt, meine Herren, März und April sind die entscheidenden Monate, weil die Champions League-Halbfinale-Spiele da stattfinden. Und das wissen die Bayern, dass man die auch verlieren kann. In den letzten drei Jahren war es nämlich so. Das hat es nicht so überrascht. Ja. Und der Sieg war auch, da müsste man normalerweise jetzt für eine Phrase bezahlen, auch in dieser Höhe in Ordnung. In Ordnung, ja. So. Und die Frage ist, war das auch für Heiko Wasser in Ordnung? Ein Mann, der, sag mal, du bist jetzt nicht irgendwie der Vorsitzende des Bayern-Fanclubs, muss man sagen. Ja? Du bist leidenschaftlicher Dortmund-Fan, BVB-Fan. Wobei man sagen muss, deine Mutter nicht, aber die Mutter deiner Mutter, also deine Großmutter, ja, ist aus Bayern. Du hast also und bayerische sogar noch Wurzeln. Die Mutter der Mutter der Mutter, also die Urgroßmutter. Ja. Hat auch bayerische Wurzeln. Bad Aibling und ich habe auch noch Verwandtschaft in Mittenwald, aber das bringt mich trotzdem nicht dazu, Bayern-Fan zu werden. Aber ja, ich bin ja nicht nur Dortmund-Fan, ich bin auch Fußball-Fan und Fußball manchmal auch sogar ansatzweise Experte. Und deshalb kann man natürlich heute Abend nichts anderes sagen, als dass Bayern hochverdient gewonnen hat. Ich kann natürlich auch Waldemar nur zustimmen. Das, was Arsenal abgeliefert hat, war unterirdisch. Und auch Özil ist mit untergegangen. Und diese Abwehr und dass da ein Stürmer vorne gerne 200.000 Euro im Monat, in der Woche verdienen möchte, nämlich dieser Sanchez. Da frage ich mich, wofür oder was muss ein Lewandowski bekommen, wenn der 200.000 in der Woche, in England wird er in der Woche bezahlt. Ja, aber vielleicht zahlen ihm die Bayern das jetzt für diese Leistung heute Abend. Lewandowski würde es auch verdienen, aber Sanchez nicht. Also Arsenal war, Entschuldigung, bitte, waren bitter, bitter schwach. Ja. Bayern war wirklich gut. Und wenn man überhaupt irgendwas aussetzen möchte, dann vielleicht diese sehr merkwürdige Feinripp-Unterhose von Arjen Robben. So, wir schauen mal kurz rein, weil es so schön war. Bitteschön. So viel zu heute. Ob in Sibirien Fußball gespielt wird, werden wir später noch klären. Jetzt aber sollten wir über etwas oder müssen wir über etwas reden, was am Wochenende passiert ist. Und ich würde gerne Heiko Wasser zu Beginn fragen, also Samstag von der Woche. Ne? Wie schwer ist es derzeit für dich, BVB-Fan zu sein? Du hast geschrieben nach dem Spiel gegen Red Bull Leipzig, als Fan schäme ich mich gerade. Wofür besonders? Ja, zum einen natürlich für die Ausschreitung vorm Stadion, die ich nur halb mitbekommen habe, die auch die meisten Leute im Stadion nicht mitbekommen haben, weil das relativ spät passiert ist. Das war ja der Versuch, den Bus irgendwie zu attackieren. Die wollten eine Sitzblockade machen. Der Bus ist aber umgeleitet worden, weil man es vorher wusste. Und dann kamen eben diese absolut unfassbaren Szenen, dass da mit Steinen und Flaschen geworfen wurde. Und das geht nicht. Das kann man auf der ganzen Welt nicht akzeptieren. Und auch wenn ich dann lese, und dann waren auch noch Frauen und Kinder dabei, ich finde es ganz furchtbar, aber ich hätte es auch schon schlimm genug gefunden, wenn nur Männer beworfen worden wären, weil sie ein Leipzig-Hemd anhaben oder ein Schal. Das kann man nicht akzeptieren als Fußballfan, egal in welchem Stadion. Und dann natürlich diese Transparente, darüber müssen wir auch, dann kann es auch keine zwei Meinungen geben, dass ein Transparent, auf dem ein Sportdirektor eines Gastvereins aufgefordert wird, sich umzubringen, ist unter absolut anderem inakzeptabel. Das kann nicht sein. Und das war eine konzentrierte Aktion, das war geplant. Da waren auch dazwischen tatsächlich zwei, drei kreative Sprüche. Bier statt Brause oder irgendwie sowas. Damit kann ich leben. Aber diese ganzen anderen Dinge, das geht nicht. Und das ist dann eben in der meine, Summe. Das will man eigentlich gar nicht vortragen. Es reicht auch, wenn man das so sieht. Ne? Herr Sundermeier, aus Ihrer Sicht, was ist da passiert an diesem Wochenende?
Was ist da so aus dem Ruder gelaufen? Na, der Heiko Wasser hat es ja schon gesagt, das ist eine konzertierte Aktion gewesen. Sowas, was Sie dort sehen auf der Südtribüne, meterweise Plakate auf dieser 25.000 Menschen fassende Tribüne, das ist eine Kampagne, das ist eine konzertierte Aktion, an der sehr viele Leute beteiligt sind. Sowas wird über Wochen generalstabsmäßig geplant und vorbereitet. Es gibt Räume im Stadion in Dortmund, wo einer der vier Ultragruppen, die dort präsent sind auf der Südtribüne, sich vorbereiten können, Transparente malen können. Von dort aus kommen auch solche Dinge. In der Stadt haben am Vorabend bereits überall Plakate gehangen, in denen es, auf denen es nicht nur darum geht, einen Gegner vorsichtig zu schmähen. Das gehört auch nach meinem Verständnis zum Fußball dazu. Ich persönlich hege auch in keiner Weise Sympathien für RB Leipzig. Das hat einfach damit zu tun, wenn man aufgewachsen ist mit einem traditionellen Fußballclub wie Borussia Dortmund, dann kann man dieses Geschäftsmodell von RB Leipzig nicht gut finden. Aber das ist zutiefst menschenverachtend, das ist zutiefst abwertend. Da werden Fußballfans entmenschlicht, indem ich sage, Pflastersteine auf Bullen werden im Prinzip Fußballfans zu etwas, die werden versachlicht, verdinglicht. Das ist etwas, das wir aus dem politischen Bereich kennen, aus dem Rechtsextremismus werden im Prinzip Gegner versachlicht werden, um die Gewalt zu legitimieren. Ja, wenn du ihnen sozusagen das Menschsein absprichst. Das Menschsein und dann kann man es machen. Das kennen wir von Rechtsextremisten genauso wie von Linksextremisten, die eben Polizisten zu Schweinen, zu Bullenschweinen machen und sie deswegen mit Steinen beschmeißen. Das, was dort geschildert wurde, was auf der Strobelallee, das ist diese Straße vor dem Stadion, vor der Nordtribüne stattgefunden hat, dieser Angriff von 400 Leuten, von 400 Dortmund-Anhängern auf die Anhänger von Red Bull Leipzig, hängt aber wiederum damit zusammen, weil die Leute, die die Gewalt dort vor Ort im Prinzip anwenden, vollstrecken, sehen sich in dem Gefühl, etwas zu tun, was die Mehrheit der Menschen nicht nur auf der Südtribüne, sondern in Dortmund gut finden. Also du exekutierst da sozusagen einen vermeintlichen Willen, der dort gefühlt durch die Stadt wabert? Der wabert durch die Stadt, der ist dort mehrheitsfähig. Ich bin selbst in dieser Stadt aufgewachsen, meine ganze Familie lebt dort. Ich kenne diese Stadt sehr gut. Ich selbst bin auch erfasst als Fußballfan von einer grundsätzlichen Abneigung gegen Red Bull. Red Bull, sage ich jetzt, Rasenballsport Leipzig, weil man das einfach nicht gut findet als Fußballfan. Aber das muss man auch artikulieren können. Ich finde es auch in Ordnung, wenn der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Herr Watzke, über Monate immer wieder darauf hinweist, dass er das auch nicht gut findet. Deswegen ist er noch lange nicht der Verantwortliche für diese Gewalttaten. Da muss man schon noch feinsäuberlich trennen können. Die Verantwortung, die Herr Watzke hat, die sehe ich in einem ganz anderen Bereich, der momentan in den Medien gar nicht so weit diskutiert wird, nämlich darin, wie mit diesen Gewalttätern, wie mit den Ultras über Jahren umgegangen wurde. Und denen hat man einfach viel zu viel Raum, viel zu viel Platz gelassen in Dortmund. Waldemar, was ist deine Analyse dessen, was da passiert ist? Stimmt sein Befund, wenn er sagt, da hat man viel zu lange ein Phänomen totgeschwiegen, weggeguckt? Das wollten nicht nur der BVB, sondern auch andere Vereine nicht sehen. Was für mich neu ist, dass die im Stadion da werkeln und basteln können, um das da herzustellen. Da muss ja irgendwann mal durchgesickert sein, was da auf diese Plakate gemalt wird und warum das nicht verhindert worden ist. Mir ist dazu auch noch eingefallen, der Schiedsrichter spielt auch eine große Rolle. Also ein Schiedsrichter unterbricht oder ein Spiel oder pfeift es nicht an, wenn der Rauch von Begalos noch über dem Stadion ist. Er hat es zum Beispiel abgebrochen, unterbrochen, als ein Trainer, Herr Schmidt in Leverkusen, nicht auf die Tribüne gegangen ist, hat er beide Mannschaften in die Kabine geschickt. Der läuft ein und sieht das. Der liest das auch. Der Schiri muss doch dann aus meiner Sicht den Mannschaftskapitän darauf aufmerksam machen. Denn auch das gilt als unsportlich. Jetzt sage ich das mal in Gänsefüßchen. Auch der spielte eine Rolle. Damit spielt auch der DFB eine Rolle. Also diese ganze sogenannte Fußballfamilie hat immer mindestens eineinhalb Augen zugedrückt über viele Jahre hinweg. Mir ist zu kurz gekommen die Aussage von Andreas Müller, der lange bei Schalke war als Sportchef, der in einer Sendung eines Privatsenders gesagt hat, dass er das aus eigener Erkenntnis wisse, dass Funktionäre von Fußballvereinen Angst haben vor gewalttätigen Hooligans oder Ultras
und die gewähren lassen, weil sie Bedrohung fürchten oder schon bedroht worden sind. Also selber, ganz persönlich. Selbst ganz persönlich. Nach dem Motto, ich weiß, und da muss ich mal sagen, zitiere ich jetzt Oliver Kahn, da brauchen die auch ein paar mehr Eier in der Hose. Wenn du dich davon beeindrucken lässt und wenn du die gewähren lässt, dann musst du über andere Dinge in diesem Fußball gar nicht mehr reden. Das ist ein ganz wichtiges Problem. Ich verwehre mich allerdings dagegen, gegen die Pauschalierung, lieber Herr Kollege, dass Fußballfans a priori gegen das Modell Leipzig sein müssen. Lass es uns direkt machen, wenn wir schon dabei sind. Warum? Was ist dein zentrales Argument dagegen? Weil ich diese Stadt kennengelernt habe. Ich habe dort bei der ARD meinen Baldis Club im Bayerischen Bahnhof in Leipzig über Jahre gemacht und habe gerade die Anfänge dort erlebt und habe natürlich auch diese Diskussion erlebt der sogenannten Traditionalisten oder ich sag's mal Fußballromantiker von Lok Leipzig. Mhm. Die spielen jetzt in der vierten Liga, sind 20 Punkte hinter dem Tabellenführer und spielen da so vor sich hin. Das würde auch noch Makranstadt, die damals gekauft worden sind. Diese Stadt ist die Stadt, Gründungsstadt des Deutschen Fußballbundes, stellte den ersten deutschen Fußballmeister mit VfB Leipzig, hat ein WM-Stadion und dieses Stadion wurde nicht bespielt. Dann kommt einer und sagt Nachhaltigkeit. Dort steht für 30 Millionen das modernste Ausbildungszentrum in Europa, habe ich mir sagen lassen. Also der hat dort nachhaltig investiert. Und bringt in diese Stadt Fußball. Und ich habe damals gesagt, Freunde, wenn ihr mal wollt, dass in diesem WM-Stadion der FC Bayern München spielt oder Borussia Dortmund und nicht zum Freundschaftsspiel oder Benefitspiel, dann gibt es nur dieses Modell. Himmel, Herrgott, der Osten hat so lange darauf gewartet, dass sie wieder Fußball-Bundesliga haben. Nun spielen sie da und es wird von allen dieses Modell permanent niedergemacht. Bei Bayern München sind 3 Weltfirmen mit knapp 10% beteiligt. Borussia Dortmund ist an der Börse. Was macht denn Bayer Leverkusen? Was macht denn VfL Wolfsburg? In Zukunft vielleicht ein bisschen dünner. Das sind doch im Prinzip ähnliche Modelle, die kann man doch vergleichen. Also kann ich doch nicht so tun. Fragt mal Rot-Weiß Essen oder bei anderen Vereinen nach, wie gerne die gehabt hätten, dass Herr Mateschitz vielleicht bei Ihnen vorbeigeschaut hätte. Es ist eine verlogene Diskussion. Heiko, du als eingefleischter BVB-Fan, weil wir gerade an dem Punkt sind, bevor wir gleich weitersprechen, auch über Ultras, lass uns das Fass einmal aufmachen. Wie siehst du das denn? Also ich habe da so ein sehr, sehr zwiegespaltenes Verhältnis. Ich habe vieles von dem, was Waldemar Hartmann gerade gesagt hat, sehe ich ganz genauso. Die Nachwuchsarbeit, dass die da Fußball spielen, dass die junge Leute holen, dass die vor allen Dingen bis 23 Leute holen, dass in Leipzig wirklich guter Fußball gespielt wird, ist völlig unbestritten. Ich habe mit denen auch kein Problem. Ich glaube, dass viele, die sich jetzt, das ist ja kein Dortmunder Phänomen, der Bus ist in Köln blockiert worden, der ist in Leverkusen mit Farbbeuteln beschmissen worden. Es sind ganz viele Vereine, die auf Druck ihrer Fans Spiele, Freundschaftsspiele, Testspiele gegen Rasenballsport Leipzig absagen mussten. Das ist also quasi in eine sag ich mal, fast schon deutschlandweite Gruppe oder Gruppierung, dass überall Aversionen herrschen. Mhm. Aber vielleicht leben auch viele diese Aversion stellvertretend aus, weil Rasenballsport Leipzig ist das neue Feindbild, in Anführungsstrichen, weil sie natürlich wissen, dass ihre eigenen Vereine es, wie du richtig gesagt hast, definitiv nicht viel anders machen, weil das eben auch Vereine sind, die viel Geld investieren, die mit viel Geld arbeiten, die Traditionalisten, die Hardcore-Fans möchten. Hoffenheim musste sich ähnliche Dinge anhören, als das losging. Der Hardcore-Traditionalist-Fußballfan möchte am liebsten noch schöne alte Welt auf einem Rasenplatz spielen, am besten ohne Kommerz. Die lehnen ja auch die Fan-Merchandising, die Vereins-Merchandising-Dinge ab. Die echten Ultras tragen nichts, was mit dem Vereinslogo quasi mit DFB-Logo verkauft wird. Die leben ihren alten Traum. Aber wenn wir das überall auf der Welt machen, dann hören wir alle noch Beatles und Rolling Stones und lehnen alle neuen Bands, die es danach gab, ab.
Also das ist auch irgendwie nicht möglich. Aber nochmal nachgefragt, wenn dann zum Beispiel die Verantwortlichen dann auch von Getränkedosenvereinen sprechen, das so ein bisschen verächtlich machen und so weiter, kann man die Leute dann wirklich, das ist ja nicht, betrifft ja nicht nur Watzke, sondern auch andere, kann man die dann wirklich freisprechen von Verantwortung? Ja, oder muss man da auch sagen, ihr seid da natürlich auch Vorbild und die orientieren sich natürlich auch an euch. Aber dann findest du doch wirklich bei jedem zweiten Satz, den irgendein Politiker macht, einen Grund dafür, irgendwas anzustellen. Also wird ja oft genug. Watzke hat doch wirklich nur gesagt, dieser Verein ist gegründet worden, um eine Dose zu vermarkten. Das ist etwas salopp gesagt, aber das ist ja der Hauptvorwurf. Das ist der Hauptvorwurf. Dieser Verein ist gegründet worden. Nein, der Verein ist doch nicht gegründet worden, um die Dose zu verkaufen. Ja, aber dann sollten wir jetzt auch ehrlich sein an dem sonst. Also was meinst du, der Verein ist gegründet worden, damit in Leipzig das Stadion gefüllt wird? Meinst du denn, Red Bull macht in der Formel 1 was oder kreiert neue Sportarten? Übrigens, ich finde das toll in vielen Dingen, was sie machen. Sie haben viele neue Sportarten gepusht. Aber in erster Linie ist dieser Verein doch genau dafür gegründet worden. Da heißt das Auto Red Bull. Der Club heißt Rasenballsport. Ja, weil es die Satzung nicht zulässt. Das ist doch scheißegal. Faktisch heißt er Rasenballsport. So einfach ist das. Ja, aber jetzt nochmal, ich bin da gar nicht so gegen. Ich habe da auch kein Problem mit. Ich finde, die machen eine gute Arbeit. Aber trotzdem verstehe ich natürlich viele Traditionalisten, das muss nochmal ganz deutlich gesagt werden. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die dieses Produkt nicht so toll finden. Aber ich verabscheue die Art und Weise, wie diesem Protest Ausdruck verliehen wird. Mhm. Mit Gewalt schon mal gar nicht. Und auch diese Diffamierung, das geht nicht. Da muss man eine andere Art der Konversation finden. Da kann man kreativ protestieren. Mhm. Und das war eben das, was mich auch in Dortmund jetzt so erschüttert hat, dass das so mit Gewalt ging. Weil, und das ist auch das, was mich im Moment natürlich auch betroffen macht, dass es so pauschal heißt, die gelbe Wand, die Wand der Schande. Dortmund hat Preise gewonnen ohne Ende, weil dieser Verein gegen rechts arbeitet. Fanclubs besuchen Auschwitz. Kinder werden darüber informiert. Es ist alles neu. Jahrelang hat der Verein geschwiegen, wollte nicht hinschauen, wollte sich die Marke nicht beschädigen lassen. All das, was Sie jetzt sagen, diese ganze Kampagne, die ganze Auseinandersetzung gegen Rechtsextremismus, ist neu. Es gibt wahrscheinlich europaweit keinen Verein, der... Was heißt neu, Herr Sundermeier? Seit wann? Um mal einen Zeitraum zu erfassen? Seit etwa 5 Jahren maximal. Das ist ein bisschen gewachsen. Okay, aber es heißt, da hat man ein Problem gesehen, man hat es erkannt und man geht auch dagegen an. Das kann man ja mal konstatieren. Das kann man so sagen, aber es hat massiven Druck durch die Öffentlichkeit gegeben. Es hat Berichterstattung gegeben in allen großen Medien, alle großen Redaktionen haben sich die Zähne daran ausgebissen. Ich habe mich selbst dort intensiv mit auseinandergesetzt, mit dem BVB. Es wurde gelogen, es wurde gesagt, wir haben dieses Problem nicht, deswegen müssen wir da nicht drüber sprechen. Herr Watzke ist zu dem Thema Rechtsextremismus beim BVB jahrelang genauso abgetaucht, wie er jetzt nach diesem Konfliktspiel gegen RB Leipzig abtaucht. Anschließend hat man gesehen, okay, wir kommen nicht mal dran vorbei, also lösen wir das Problem wie ein DAX-Konzern, der irgendein ökologisches Problem erlebt hat, der irgendein GAU bei irgendeiner Fabrikation hatte. Bei einer Verpuffung oder sonst was. Was quasi so passiert. In der Folge setzt sich der BVB professioneller mit dem Thema Rechtsextremismus auseinander als jeder andere Verein in Europa. Ich habe eine Frage, wirklich eine Lernfrage. Ich will aber nur sagen, aber das steht ja dann erstmal auch auf der Hand. Das tut man aber nicht aus innerster Überzeugung, sondern weil man gesehen hat, dass die Rechtsextremisten die Marke Borussia Dortmund beschädigen. Das ist ein Marketingprodukt, da geht es um Gefühle, da geht es um Emotionen. Vorwurf, ne? Das ist ein harter Vorwurf. Das ist etwas, was ich über Jahre recherchiert habe. Das ist das, was ich als Fan über Jahre erlebt habe. Das ist etwas in der Auseinandersetzung mit diesem Verein, was ich immer wieder erlebt habe. Mittlerweile gibt der BVB sehr viel Geld aus in der Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen Fans. Ja. Und sehr viele andere Clubs lernen davon. Und das ist etwas Positives. Aber würden Sie denn trotzdem unterstellen, dass die das nur machen aus Kalkül, weil sie Angst haben, dass die Marke beschädigt wird? Oder auch tatsächlich aus einer inneren Haltung, Überzeugung? Die innere Haltung kann ich dort überhaupt nicht erkennen. Ich sehe das nicht so. Also ich sehe, dass man ein Problem erkannt hat und gegen dieses Problem angegangen ist. Und das Gleiche im Endeffekt haben wir ja jetzt wieder. Es war in der Tat, Dortmund hatte rechtsgerichtete Fans. Man hat versucht, die auszugliedern. Die sind immer noch da, sind nicht mehr ganz so einflussreich, sind nicht mehr ganz so mächtig. Aber im Prinzip wiederholt sich die Geschichte. Man hat jetzt das nächste Problem. Man hat jetzt das Problem, dass da zu viele gewaltbereite Fans kommen. Übrigens auch das nicht ein Dortmund-spezifisches Problem, sondern wir haben Ausschreitungen in Gladbach, in Köln, in Frankfurt gesehen. Europaweit überall. Hast du das. Ja. Man muss jetzt auch dieses Problem
angehen. Und auch da muss man natürlich gucken, wie kann man es lösen? Kann man es als Verein alleine lösen oder muss man es mit dem DFB gemeinsam lösen? Wenn auf einer Busreise 90 Fans hochgenommen werden mit teilweise Waffen und Vermummung und allem drum und dran und jetzt aber tagelang erstmal eine Diskussion geführt wird, ob die Personalien von diesen Menschen da überhaupt registriert werden dürfen und ob die weitergegeben dürfen und wenn ja, was dann passiert, ob die ein Stadionverbot denn bekommen, weil der Datenschutz in Deutschland ja ganz groß geschrieben wird. Das ist, als wenn ich einen Bus anhalte, wo die Panzerknackerbande drin ist und die haben zwei Pläne von der Bank dabei und ein Schweißgerät und einen Bunsenbrenner und Masken. Und da muss ich aber überlegen, ob ich die festnehmen darf, weil wir aus Datenschutzgründen, die haben ja noch nichts gemacht. Wir haben ja noch einen Rechtsstaat in Deutschland, das ist auch gut so. Vielleicht fahren sie auch einfach nur einkaufen. Ne? Das kann man, also die Panzerknacker meine ich jetzt. Nein, die Panzerknacker, die Panzerknacker. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde aber trotzdem, dass der Sundermeier recht hat. Also finde schon, dass im Zweifel bist du in der Pflicht, einen Beweis klar und lückenlos zu führen. Das ist so. Da sind uns, glaube ich, auch alle einig. Darf ich meine Lernfrage stellen? Heißt das, dass diese Rechtsextremen sich jetzt mit RB Leipzig einen willkommenen neuen Gegner rausgesucht haben? Ist das reiner Zufall? Hätte auch was anders sein können? Oder das klingt ja jetzt so, als ob, die gibt es schon lange. Im Übrigen Hooligan-Problem, weil ich ja die Gnade der frühen Geburt habe. In den 80er Jahren habe ich ganze Sendungen damit gefüllt, mit Hertha Fröschen und Eintracht und. Die hatten aber nicht das Problem, dass sie Traditionsvereine verschwinden haben sehen und neue Emporkömmlinge kommen sehen. Und so weiter. Die haben sich einfach auf die Nuss gehauen, weil sie großen Spaß daran hatten. Da kommt aber jetzt Herr Sundermeier ins Spiel, der sagt, das ist ein Fehler, der in der Öffentlichkeit häufig gemacht wird, nämlich, dass du Hooligans sozusagen gleichsetzt mit dem, was du da jetzt hast. Sie sagen, das sind zwar ganz unterschiedliche Dinge. Naja gut, das sind Jugendkulturen, Subkulturen, die sich auch im Laufe der Jahrzehnte entwickeln. Mhm. Sie sehen alle nicht mehr aus wie SSCG, den kennen Sie wahrscheinlich noch aus den 80er Jahren, der die Borussenfront angeführt hat, der aber immer noch im Umfeld der Stadt in der rechtsextremistischen Szene, die es in Dortmund genauso gibt wie im Stadion, weil es dort einen inneren Zusammenhang gibt, der über fast 35 Jahre gewachsen ist, seit Anfang der 80er Jahre. Ist es ein ewiges Hin und Her. Ohne den BVB hätte die Stadt Dortmund nicht das Problem mit Rechtsextremisten. Und dafür ist Dortmund bundesweit bekannt, als westdeutsche Metropole mit diesem Problem und andersherum. Also es bedingt sich gegenseitig. Und die Jungs, die dort jetzt vor dem Spiel in Darmstadt dort aufgebracht wurden in den Bus, sind Mitglied einer Fangruppierung, wo Rechtsextremisten aktiv sind, die ehemals Ordner des BVB gewesen sind. Vor vielen Jahren, wo der BVB das negiert hat, dass diese Leute überhaupt für sie im Einsatz waren. Das ist kein Problem, was von heute auf morgen aus dem Himmel gefallen ist, nach dieser Eskalation vor dem Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Im Übrigen bin ich der Meinung, ohne diese massiven gewalttätigen Ausschreitungen auf der Strobelallee würde sich bis heute niemand über diese Plakate auf der Südtribüne aufregen. Es hat Reaktion seitens des Vereins gegeben. Der Stadionsprecher Norbert Dickel hat überhaupt nicht darauf reagiert. Es ist nicht nur so, dass der Schiedsrichter nicht reagiert hat. Der Verein hat keinerlei Reaktionen gezeigt. Ich würde gerne Heiko Wasser einmal fragen, der im Stadion war. Wie habt ihr das denn dort wahrgenommen? Wie weit warst du davon entfernt? Habt ihr darüber diskutiert? Habt ihr das lesen können, habt ihr das gesehen? Also natürlich, es gab ja ein riesengroßes Banner direkt hinter dem Tor, so nach dem Motto, für den Volkssport Fußball gegen die, die ihn kaputt machen. Mit dem Plakat kann ich gar nichts anfangen, weil ich ja klipp und klar gesagt habe, ich habe auch kein Problem mit diesem Verein Rasenballsport Leipzig, die tun was für den Fußball. Die sind eben nur nicht so traditionell, wie viele es gerne hätten. Das war dieses Jahr, ne? Und alle, das war alles ganz Große. Und, und an diese ganzen anderen Plakate, ich meine, das Spiel war Gott sei Dank ein richtig tolles und richtig spannendes. Und man guckt in erster Linie mal auf den Rasen. Natürlich hat man das ein oder andere dann gesehen. Und als dieses Plakat mit der Aufforderung an Ralf Rangnick, einen ähnlichen Vorfall gab es ja auch schon von Hertha BSC-Fans in Leipzig. Da wurde ja im Prinzip fast das gleiche Banner hochgehalten. Das hat auch natürlich für viel Verstimmung. In Anspielung an die Depression, auf die Burnout-Krankheit des Trainers. Ne? Für mich ein absolutes Unding. Einer meiner besten Freunde ist davon betroffen. Das kann ich gar nicht ab. Und aber nach diesem Hertha
auch unfassbar, finde ich, nach der ganzen Enkel-Diskussion, die wir hatten, genau, nach allem, was man sich da vorgenommen hat, was wir uns gegenseitig alle geschworen haben, was man sich alle Sonntagsreden darf nie wieder passieren, da müssen wir genauer hinhören und dann hast du sowas ekelhaft. In allen sozialen Netzwerken Hertha BSC und die Fans am Pranger und natürlich kam da auch eine Reaktion vom Verein und natürlich haben sie sich auch entschuldigt und darf nicht mehr vorkommen und. Und das nimmt man natürlich schon im Stadion wahr und sagt, ach du Scheiße, was steht denn da? Aber glaubst du tatsächlich, dass das ohne die Vorfälle draußen auf der Straße, ohne auf der Strobelstraße, ne? Strobelallee, Entschuldigung, nicht passiert wäre, dass da irgendwie dann Aufschrei... Das ist jetzt wieder hätte, wäre, wenn. Wenn die Polizei nicht mitbekommen hätte, dass die Fans den Bus blockieren wollten mit einer Sitzblockade und den Bus umgeleitet hätte und er wäre normal durch die Strobelallee gefahren, hätten sich die 500 Leute davor gesetzt, vielleicht wären 2 Eier und 3 Farbbeutel gefahren und dann wäre er reingefahren, es hätte nicht diese Ausschreitung gegeben, aber es wäre trotzdem bitter genug gewesen. Also damit das bitte keiner falsch versteht, auch diese Busblockade und ein Bewerfen des Busses mit Farbe oder was, wäre es genauso. Es gibt auch andere Dinge, auf Autobahnen, das Schalke-Fans habe ich irgendwo gelesen, werden dann angehalten in Bussen, auf Autobahnraststätten gestellt und richtig verprügelt. Und zwar so weit, dass du am Ende Menschen hast, die Knochenbrüche zum Beispiel erleiden. Das ist doch Wahnsinn. Wo sind wir da hingekommen? Was sind das für Leute, Herr Sundermeier? Weil es tut mir auch immer so schwer, so pauschal drüber wegzugehen und zu sagen, das sind die Hooligans, die Ultras. Und das gibt es doch so nicht. Sondern da gibt es doch mit Sicherheit Untergruppen, kleine Splittergruppen, die ungemein gewalttätig sind und andere, die wahrscheinlich sozusagen dem alten Fußball nachtrauern und eigentlich an der Zeit hinterher trauern oder, finde ich auch zu Recht teilweise, die Kommerzialisierung dieses Sportes Fußball ja auch beklagen. Da gibt es ja wahrscheinlich alle Schattierungen. Das ist eine sehr ausdifferenzierte Szene. Wenn ich jetzt auf diese Hooligans schaue oder auf besonders gewaltgeneigte Ultras, die immer komplett am Anschlag sind. Drogen sind dort oft im Spiel, verstärkt in den vergangenen Jahren, synthetische Drogen, die pushen sich richtig bis an den Rand. Sehr viele von diesen Leuten aus der radikalen Szene in Dortmund, die auch einen harten rechtsextremistischen Kern haben, machen MMA, also Mixed Martial Arts, das sind diese modernen Kampfkünste. Das sind Leute, die sind sehr austrainiert. Die sind sehr austrainiert. Das sieht man denen auch an. Ja. Die arbeiten als Türsteher in der Stadt. Wie gesagt, einige von denen haben als Ordner selbst im Stadion gewirkt über viele Jahre. Und der BVB wollte das nicht wahrhaben. Die Wissenschaft nennt diese Leute zum Teil Action-Seeker. Also Leute, die natürlich immer dorthin gehen wollen, wo es den Kick gibt. Die nach dem ultimativen Adrenalinkick suchen. Die wird es immer geben. Die hat es schon immer gegeben. Und hat es auch immer im Umfeld des Fußballs gegeben. Schwierig wird es dann, wenn es anschlussfähig ist an die breite Masse. Mhm. Und für mich ist das... Dieses Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig etwas, was schon fast eine historische Dimension hat, weil dort Dinge zusammenkommen, die es bislang in dieser Massenwirkung nicht gegeben hat. Mhm. Zumal dieser Angriff auf der Strobelallee nicht von 20, 30, 40, maximal 50 Ultras oder Hooligans ausgegangen ist, wie wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Hooligans sind meistens außerhalb des Stadions unterwegs, sondern von mehreren hundert Leuten. Und wenn sie einen gezielten, geplanten, organisierten Angriff haben von 400 und mehr Leuten, dann ist das kein Einzelfänomen von ein paar durchgeknallten Typen, die einfach zu viel Adrenalin spüren wollen. Sie sagen auch, weil Sie sagen anschlussfähig in der Stadt. Sie sagen, wenn du in Dortmund irgendwo sagst, ich bin Ultra, dann ist das nichts, was dich ins soziale Abseits stellt. Was heißt denn das? Das wertet einen auf. Die jungen Leute in den Schulen, an der Universität, wenn sich jemand zu einer Ultragruppierung bekennt und es gibt dort 4 maßgebliche große Ultragruppierungen in Dortmund, dann ist das etwas, was einen stark macht, was einen soziale Anerkennung verschafft. Das ist mit ein Grund dafür, warum jemand bei so einer Ultragruppierung mitmacht, weil er auf der Suche nach Anerkennung ist. Das ist ein Phänomen, das hat man in anderen Bereichen auch, weshalb Menschen sich einer größeren, einer starken Gruppe anschließen. Genau. Und einer dieser Gruppierungen, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Namen abstellen, weil das immer zu Irritationen führt, ist sehr eng an der Führung von Borussia Dortmund. Dort gibt es einen ganz engen Austausch. Es gibt hauptberufliche Fanbeauftragte beim BVB, die aus dieser Ultragruppierung kommen, die wiederum sehr aktiv bei diesen
bei dieser Kampagne gegen RB Leipzig gewesen ist. Das sind keine Leute, die weit weg sind von den Leuten, die im Verein das Sagen haben, sondern die permanent im Austausch sind, mit denen man permanent kommuniziert. Denn wenn so eine Kampagne, an der sehr viele Menschen beteiligt sind, dort auf der Südtribüne vorbereitet wird, dann gibt es viele Mitwisser. Das sind meistens junge Männer, die haben Eltern, die haben Väter, die in der Stadt etwas zu sagen haben. Die können genauso auf der Baustelle arbeiten, wie sie Zahnärzte sind oder Fernsehredakteure. Gibt es auch Leute, die dort einfach Verwandtschaft haben, die dort aktiv sind. Und das ist nichts, was außerhalb der Öffentlichkeit klandestin irgendwo stattfinden kann. Das ist einfach bekannt, wenn so eine Kampagne läuft dort im Stadion. Und dieser Zusammenschluss ist das, was ich eine neue Qualität finde. Und da muss der BVB, und ich glaube, als einzelner Verein wird er dort überfordert sein, in Zusammenarbeit mit der DFL, mit der Deutschen Fußballliga und auch mit dem Deutschen Fußballbund ganz genau hinschauen und sich überlegen, wie man damit umgeht. Letzte Frage an euch beide. Das, was da jetzt an Strafe ausgesprochen wurde, aus eurer Sicht in Ordnung und auch zielführend? Südtribüne sperren zum Beispiel? Ja, so wie ich vorher gegen Pauschalierung war, bin ich auch dagegen Pauschalierung. Ich weiß jetzt zwar auch nicht das Wunderrezept, wie man diese Strafe hätte gestalten können, aber jetzt Pi mal Daumen von diesen 25.000, 23.000 mit zu bestrafen, ist aus meiner Sicht schon eine sehr mutige Entscheidung. Ich hätte es bei 100.000 der Geldstrafe. Das ist eine lächerliche Nummer. Also alle. Es tut immer richtig weh, wenn es an den Geldbeutel geht. Da hätte ich richtig zugeschlagen. Das kann man dann ja splitten, dass man das für irgendwelche Aktionen verwenden muss. Das muss ja nicht in der Kasse des DFB landen. Da kann man viel Gutes damit tun. Aber ich glaube, mit einer Geldstrafe trifft du sie mal alle. Da setzt sich plötzlich auch das Hirn in Bewegung. Aber diese Geldstrafe, Waldemar, kann durchaus noch viel, viel höher werden. Jetzt stellt euch doch mal vor, am Samstag verliert Dortmund gegen Wolfsburg, weil die Unterstützung der Südtribüne fehlt. Und am Ende der Saison sind vielleicht genau diese drei Punkte ausschlaggebend, dass man nicht in die Champions League kommt. Dann reden wir über einen finanziellen Schaden von für den Verein 30 Millionen oder so. Okay, das ist jetzt nur mal theoretisch. Aber ein finaler Satz. Du hast richtig gesagt, man bestraft jetzt 25.000. Es gab vor einem guten Jahr ein Spiel in Dortmund gegen Mainz, wo in der ersten Halbzeit zwei Leute im Stadion einen Herzanfall hatten. Einer ist leider verstorben und der zweite ist während des Spiels reanimiert worden. Das Ganze ist nicht über die Lautsprecher, über den Stadionsprecher kommuniziert worden, sondern einzig und allein über soziale Netzwerke, über Twitter, über Facebook. Ja. Die komplette Südtribüne, die jetzt so ins Achtung gestellt wird als die Wand der Schande, 25.000 Menschen haben in der zweiten Halbzeit aufgehört, den Verein anzufeuern. Die waren still aus Achtung vor dem, was da passiert ist, und haben 5 Minuten vor Schluss angefangen, diese Dortmund-Hymne You Never Walk Alone zu singen. Also da stehen auch Menschen, die Empathiefähigkeit haben. Deswegen sagte ich das gerade, also nur auch mal ganz kurz noch. Absolut, aber es ist, das Tragische ist, dass einige wenige, dieser sehr harte, eben in dem Fall sehr gewaltbereite Kern, natürlich alle aber anderen, noch, mit ja, noch ein Satz dazu, also das wird auch so ein bisschen verniedlicht mit 500. Also wenn du die Tribüne anschaust, alle, die da mitgehalten haben, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, 10 bis 20% dieser Tribüne waren ja da beteiligt. Das ist ja genau das Problem. Ja. Deswegen, ich halte diese Entscheidung richtig. Vom DFB, der BVB hat das ja zähneknirschend hingenommen, weil man sich das momentan gar nicht leisten kann, das abzulehnen, dort einen Widerspruch einzulegen gegen diese Sperrung der Südtribüne. Es braucht ein schnelles Zeichen. Ne, man kann jetzt nicht erst warten, bis Gerichte in 8 oder 12 Monaten etwas entscheiden. Natürlich werden dort auch Leute in Mitleidenschaft gezogen, die in Anführungsstrichen unschuldig sind. Aber niemand widerspricht diesen Leuten. Das ist doch das Problem. Dort werden meterweise, 10-meterweise, 100-meterweise Banner ausgerollt, aufgehängt. Da sind viele Leute daran beteiligt. Und wenn ich jemanden neben mir stehen habe, und die Leute kennen sich seit Jahr und Tag, weil die immer an derselben Stelle stehen, der etwas macht, was ich nicht in Ordnung finde, was auch absolut moralisch verwerflich ist, dann muss ich sagen, halt, stopp, ich will das nicht. Und diese Reaktion hat es dort nicht gegeben. Die hat es auch nie gegeben bei sämtlichen Aktivitäten von den einigen 100 rechtsextremistischen Anhängern, die es dort gibt, in ungefährer Zahl vielleicht 200, niemand weiß es genau. Da muss man einfach mal sagen, wir wollen das nicht. Und dort direkt hinterm Stadion, wie es gerade gesagt wurde, mit diesem Volkssportbanner, genau da stehen die Nazis. Und jeder, der in der Nähe von diesen Leuten steht, auf der Südtribüne, weiß das, der kennt sie, und viele Leute haben Angst vor diesen Leuten. Und wenn es dort
jetzt keine Öffentlichkeit wirksame Aktion gibt, wie diese Sperrung der Südtribüne, wird es auch keine große Diskussion darüber geben und auch keine Sensibilisierung der sonstigen Fans, die seit Jahrzehnten friedlich ins Stadion gehen. Zu der wir heute sicherlich ein bisschen beigetragen haben. Ich danke euch ganz herzlich. Thema, das uns noch weiter verfolgen und begleiten wird, bin ich mir sicher. Lars Lunde ist bei uns. Ich habe ihn vorhin schon kurz vorgestellt. Eine dramatische Lebensgeschichte, auch die sich hinter ihrem Namen verbirgt. Ich würde zuerst Waldemar Hartmann fragen, wie hast du ihn in Erinnerung, Lars Lunde? Als lustigen Dänen, so wie die 90% glaube ich, aller Dänen lustig sind. Der Lars hatte das Problem, dass er als Torschützenkönig aus der Schweizer Liga von Young Boys Bern nach München kam. Uli hat ihn so während der Saison im Herbst geholt. Ja. Und alle haben auf ihn gesetzt. Und bei Bayern hat er nicht das Schussglück gehabt, wie das bei den Young Boys hatte. Und hatte es schwer, wie immer alle, die halt auch Außenstürmer sind. Bei Bayern ist immer alles durch die Mitte gegangen. Und ich habe ihn aber kennengelernt, dass er den Mut nie verloren hat und immer gut drauf war. Wie, glaube ich, das ist eine Grundeinstellung der Dänen, glaube ich. Hat er das richtig beschrieben? Einigermaßen. Ich meine, das ist halt der Unterschied, ne? Da hat Waldemar sehr wortreich erzählt, wer sie sind, und er sagt einigermaßen. Ein Wort reicht manchmal er auch kann als gut Antwort. Reden. Ja, er ist gut. Das ist Berufskrankheit, das muss er machen. Aber immer kurz. Herr Lunde, ich habe das vorhin kurz zitiert. Das ist eigentlich eine sehr intensive, eine sehr lange Geschichte. Wir können das nicht in allen Details besprechen. Nur einen Punkt würde ich gerne herausgreifen. Als damals dieser Anruf kam, Uli Hoeneß, der sie dann zu den Bayern holte, das war ja da so ein Traum, der da wahr wurde, so ein Fußballmärchen eigentlich. Ne? Ich meine, eben waren sie noch in Dänemark, dann in der Schweiz, und plötzlich kommt der Ruf der großen Bayern. Sie haben dann gesagt, als ich dort angefangen habe zu spielen, habe ich schnell gemerkt, da geht es nicht nur um ein bisschen Fußball. Da geht es um mehr, und ich habe dort meine Leichtigkeit verloren. Ja, es war so, ich war bei Young Boys Bern und fast jeden Tag hat jemand angerufen und hat gesagt, ich kann dich dahin bringen. Dann abends klingt das Telefon daheim. Meine damalige Freundin hat das abgenommen und gesagt, da ist wieder so ein Typ dran. Nehme ich das Telefon, Lars Lunde, Uli Hoeneß bei München, boom. Das Telefon war am Boden. Habe ich wieder aufgenommen und dann haben wir Klick gesprochen. Am Ende hatte so, dass ich Interesse hatte. Und dann, nach kurzer Zeit, hat es klar geworden, dass ich zur Bahn gehen konnte. Ich bin von der Schweiz gekommen, wo es relativ klein ist und schön gemütlich ist, nach München, wo wirklich, die haben Haar auf die Zähne in München. Und, Schweiz ist ein bisschen wie Dänemark, halt mit Bern dazwischen. Es war etwas anders, aber gemütlich. Es war eine Zeit, wo ich nie vergessen werde. Aber dieser Druck, der war sehr, sehr groß. Sie haben damals auch gesagt, ich hab einfach die Tore, die ich vorher eigentlich geschossen habe, die gelangen mir dann plötzlich nicht mehr. Entweder ich war nicht gut genug oder ich habe viel Pech gehabt. Aber es ist klar, dass länger dass es dauert, dass du Tore schießt, desto mehr kommst du in Kuppeln und denkst ja was, wie, wo. Und jede Sekunde, dass du überlegst, hast du schon verloren. Da sieht man vielleicht auch bei Thomas Müller jetzt. Ich hoffe, dass es jetzt wieder ein Knoten aufgeht wegen des Tor heute. Aber desto länger das dauert, der Druck wird immens. Der Druck wird enorm. Und in München ist einfach, muss man Leistung bringen, Tore schießen und dann ist es gut. Genau. Also war offenbar schon zu der Zeit so. Ist heute wahrscheinlich auch noch mal exponentiell nach oben gegangen. Sie haben dann Ihren Ausweg gesehen, indem Sie wieder zurückgegangen sind in die Schweiz. Das sollte sozusagen, wahrscheinlich eine so habe ich mir das vorgestellt, eine nach Aarau, eine Phase der Regeneration werden, wo man sich auch mental wieder ein bisschen erholt, wo man wieder sich sozusagen austariert. War das die Idee? Ich denke, wenn du verunsicher bist und du hast kein Selbstvertrauen, dann gehst du zurück in das Gewöhnte. Und das war zurück in die Schweiz. Selbst als Uli gesagt hat, Lars, du darfst nie mehr zurück in die Schweiz gehen, dann ist deine Karriere kaputt. Weil damals war die Schweiz nicht so gut wie heute. Und international war es nicht so. Und ich habe immer noch, ich denke, 1 Million D-Mark gekostet damals. Und er hat gemeint, ja, wenn du das tust, ist es nicht gut für dich. Aber wie Uli, er hat mich immer machen lassen, wie er sich wollte. Mhm. Und da bin ich dankbar dafür. So. Dann sind Sie in der Schweiz, Sie spielen. Der Trainer ist wer? Ottmar Hitzfeld. Ottmar Hitzfeld. Und es kommt der Tag, der alles verändert, der 12. April 1988. Was ist an diesem Tag passiert? So, ja. Es war so, dass
wir in Bern spielen sollen. Das war das erste Mal, wo ich wieder in meine, eigentlich meine Heimat gehen soll, wo ich groß geworden ist, in mein Stadion. Und, Young Boys Bern, ne? Ja, wir haben mit Aro in Bern gespielt und wir sind dahin gefahren. Wir haben 2-1 gewonnen, aber ich habe schlecht gespielt. Das war die Wahrheit. Ottmar hat immer gesagt, ich habe gut gespielt, aber ich habe schlecht gespielt. Und, er war immer einer, der dem Trainer auch gerne mal widersprochen hat. Ne? Das kommt ja, noch dazu. Aber, ja. Ah, Ottmar nicht. Aber dann haben wir da gespielt und irgendwie ist so dumme, viele dumme Dinge zusammengelaufen, der Bus hat auf mich gewartet, bevor wir zurückgefahren sind. Wo wir nach Aarau kamen, haben wir anders parkiert, als wo mein Auto war. Und ja, irgendwie woanders soll, geparkt. Woanders der, geparkt. Ja, und eigentlich sollte der Windrufer mit mir fahren, aber er ist bei der Bus geblieben und ich musste in den Regen zu meinem Auto gehen und ist losgefahren. Und ja, es sollte einfach so sein, denke ich. So, Sie fahren los und kommen. Ich kann ich nicht mehr erinnern. Ja, Sie kommen, so hat man das rekonstruiert, ja. Sie kommen an einen unbeschrankten Bahnübergang. Mhm. Sie überholen kurz vorher sogar noch Ihren Trainer, ja. Ottmar Hitzfeld. Er sagte, ich wink ihm zu, aber kann ich nicht mehr erinnern. Weil Ihnen das Gedächtnis, die Erinnerung fehlt an diesen Zeitraum. Und werden dann erwischt von einem Zug, der da heranschießt an diesem grauen Tag. Das ist das Auto, das damals am Ende dort auf diesen Bahngleisen stand. Und das Auto trifft Sie glücklicherweise auf der Beifahrerseite. Ja. Wenn es Sie auf der Fahrerseite trifft, würden wir uns mit Sicherheit heute jetzt hier nicht unterhalten. Wahrscheinlich. Sie haben dann einen sehr harten Kampf gekämpft, das vorhin kurz umrissen. Waren 10 Tage im Koma. Es war lange Zeit überhaupt nicht klar, ob Sie durchkommen würden. Mhm. Wann setzt Ihre Erinnerung wieder ein? Ja, eigentlich, wo ich in Bern im Inselspital lag, kommt mein Bruder plötzlich in die Tür rein und ich sage, ja, was will er hier? Und dann haben sie mich dann erklärt, was passiert ist und so. Ja, dann hat es ein bisschen gedauert und ja, dann mit der Zeit habe ich es dann irgendwie gemerkt, dass es so war. Welche Verletzungen hat man diagnostiziert? Ich habe ein Schädel-Hirn-Trauma gehabt. Also ich habe einen Bluterguss im Hirn gehabt, wo eine Narbe in der Kleingehirn hinterlassen hat. Und das bedeutet, wenn ich schnell eine Bewegung mache, habe ich nicht so große Kontrolle über meinen Körper. Und das war für mich als Fußballer natürlich nicht so gut. Eine Katastrophe. Es ist wie 100 Kilo auf der Rücke zu haben. Weil Sie nicht mehr in der Lage waren, diese Bewegungen so schnell auszuführen. Es geht um die Reaktionsfähigkeit. Ja. Haben Sie das bis heute? Beeinträchtigt sich das bis heute? Heute wird es schlimmer. Es ist das Seller, das ich werde und das Weniger, das ich mache, das schlimmer wird. Ist aber jetzt muss ich nicht mehr Fußball spielen, so es geht. Ja. Also für ein normales Leben geht es, ja. Ja. Aber zu der damaligen Zeit war das der Gedanke, der Ihnen auch kam und ein Umstand, der Ihnen klar war, wenn ich dieses Handicap jetzt habe, dieses Problem jetzt habe, werde ich nie wieder auf dem Niveau Fußball spielen können? War das etwas, was so als Gewissheit sich, was so langsam einsickerte in Ihr Gehirn? Es hat lange gedauert, aber ich bin ziemlich stur. Und ich habe gekämpft, gemacht und getan. Mhm. Aber irgendwann hast du keine Kraft mehr, weil es fehlt dir 3, 5% oder so. Und wenn du nicht mehr so gut werden kannst wie früher, dann verlierst du deinen Mut und deinen Kampf. Und ich habe dann nach einiger Zeit gemerkt, es ist besser, wenn ich aufhöre. Aber ich habe lange probiert und ja, es soll ja nicht sein. So, und in dieser Krankheitsgeschichte spielt auch Uli Hoeneß eine durchaus wichtige Rolle. Uli Hoeneß hat Ihnen dann irgendwann den Vorschlag gemacht oder war das ein Wunsch Ihrerseits, dass er sich ein bisschen und zwar ganz persönlich um Sie kümmert? Nein, es war so, dass ich habe ja bei München gehört. Und Uli hat dann sich bei mir gemeldet und hat gesagt, wie ich sie sehe und so. Und er hat gemeint, ich soll schon mal nach München kommen, ein bisschen Aufbautraining machen, dass er ein bisschen an mir ein Auge habe, dass es besser für mich wäre. Mhm. Und dann bin ich nach München und ich denke, es war die ersten 2, 3 Wochen habe ich bei ihm zu Hause gewohnt und mein Teil von seiner Familie. Und, Sie haben wirklich bei ihm zu Hause gewohnt? Ja, bei ihm zu Hause und ja, das war ziemlich nett von ihm. Ja, ich meine,
Sie waren sehr jung, als Sie aus Dänemark kamen. Ja. Und man ist ja dann als junger Mensch auch in seiner Persönlichkeit ja noch gar nicht so gefestigt. Ich kann mich erinnern, ich hatte in den ersten Jahren, als ich von zu Hause weg war, zum Beispiel Heimweh. All diese Dinge spielen ja dann eine Rolle. Und wenn es dich dann so erwischt, wenn du so krank bist und merkst, dass da auch mit dir existenziell was passiert, dann ist das ja psychisch enorm belastend. Das heißt, wie wichtig war dieses Auffangbecken, das Sie da plötzlich hatten? Ohne Uli würde es mir heute nicht so gut gehen, das ist ganz klar. Und er hat viel für mich gemacht, aber es gab viele Leute in meinem Leben, wo mir sehr viel geholfen haben. Mhm. Und das hat mich auch stark gemacht. Und das werde ich nie vergessen, aber ich werde auch Uli nie vergessen, weil ich werde das ganze Leben dankbar sein für ihn. Sie haben mal gesagt, das ist einer der... Lars Lunde war ja immer einer, der sehr klar und geradeaus formuliert hat. Ich habe irgendwo in einem Interview einen schönen Satz von Ihnen gelesen, wo Sie sagen, Uli Hoeneß ist so einer, den kannst du als Spieler, wenn du ein Problem hast, wirklich Tag und Nacht anrufen. Nur Lothar darf das nicht mehr, der hat ihn zu oft angepisst. Ich denke, Uli ist nicht nachtragen. Ich denke sogar, Lothar kann anrufen. Wieder. Okay, Lothar kann anrufen. Er wird sich freuen. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ja, aber ich denke... Ich bin ja nicht der einzige Spieler, wo Bayern so gut war, so den, der Probleme gehabt hat. Und das zeigt einfach FC Bayern aus, dass sie sehr familiär sind und alles für frühe Spieler und auch jetzige Spieler machen. Mhm. Sie haben danach, genau aufgrund dessen, was Sie gerade beschrieben haben, eigentlich nie wieder den Weg auf dieses Niveau zurückgefunden. Wann haben Sie dann wirklich diese harte Entscheidung getroffen, zu sagen, das mit dem Fußballprofi, das war's jetzt? Ich habe einmal in Baden Fußball gespielt, in der zweiten Liga in der Schweiz. Und da hat es mir irgendwann bis hier gestanden und hat gesagt, warum muss ich das machen? Und dann habe ich aufgehört und habe mich neue Ziele gesetzt. Nein, neue Ziele nicht. Ich habe einfach so weitergelebt. Und bis ich Professor Bürke in Aarau kennengelernt hatte, wo er gesagt hat, Lars, du musst wirklich arbeiten, du kannst nicht einfach umhängen und nichts tun. Mhm. Aber Sie haben diese Entscheidung damals auf dem Platz so getroffen. Stimmt es, dass Sie Ihrem Trainer gesagt haben, pass auf, dafür, dass ich jeden Tag dein Gesicht sehen muss, verdiene ich echt zu wenig Geld? Ja, war so. Ja. War so, ja? Aber wir haben es nicht gut miteinander gehabt. Okay. So, dieser Professor. Die Nummer ist gut. Die Nummer ist wirklich gut. Dieser Professor hat das gesehen, dass da ein junger Mann ist, der... Nein, ich war verletzt und bin zu ihm gekommen und so. Und dann haben wir uns so miteinander gesprochen. Da hat uns irgendwie einen Freundschaft angemacht, Professor Bürger und ich. Und da hat er gesagt, du musst arbeiten. Du musst etwas tun. Du kannst nicht jeden Tag nur Tennis spielen. Du kommst zu mir ins Spital, ich finde einen Job irgendwie und dann... bin ich dann 94 in Kantonsspital Aarau angestellt geworden als Lagerungspfleger und mag diesen Job seitdem und ja, das gefällt mir. Da sehen wir Sie. Lagerungspfleger, Herr Linde, heißt was? Was macht man genau als Lagerungspfleger? Ich nehme die Patienten entgegen und ich bereite die Patienten vor für Operationen, ich muss rasieren, ich muss lagern, ja. Dass die Betten, die sozusagen um ist. Harte körperliche Arbeit, nehme ich an. Ne? Ja, es geht noch. Damit es nicht so geht wie bei Gomez, wie Mehmet Scholl sagte, damit er nicht wund liegt. Weißt du? Ja. Nein, aber ich schaffe jetzt bei Bosit in Bern, in Bern und wir haben eine gute Truppe da und wir helfen uns und es ist gut. Mhm. Gibt es da manchmal noch so einen Moment von. Ich sag mal so von Bitterkeit oder zumindest von Melancholie, dass man so drüber nachdenkt und sich fragt, warum ist mir das passiert und was hätte eigentlich aus mir werden können? Weil Sie waren ein Riesentalent damals. Ja, es geht noch. Ich bin nie... Manchmal, ich verstehe heute nicht, warum ich nicht mehr so gut Fußball spielen kann. Das ist das Einzige, was mir wehtut. Aber sonst, ich traue es nicht nach. Ich habe ein sehr schönes Leben. Ich bin glücklich und zufrieden. Das Unfall musste sein, vielleicht, das gehört zu Leben, aber ich denke, ich habe es gut überwunden und ja, ich mache mir nicht so viele Gedanken darüber. Weil,
vielleicht ist das auch zum Einordnen noch wichtig. Er hat ja mit Granaten gespielt. Er hat mit Lothar Matthäus in einer Mannschaft, mit Klaus Augenthal in einer Mannschaft gespielt. Er stand im, damals hieß es noch Europapokal der Landesmeister, ja, im Champions League-Finale in Wien gegen Porto. Also das war keine Laufkundschaft. Der war nicht nur so dabei, nee, sondern ich, ja. Ja, der war eigentlich ganz oben. Und wenn du dann so durchfällst, ich habe mich heute wahnsinnig gefreut, dass ich ihn gesehen habe, weil ich natürlich den Weg auch verfolgt habe. Und wir haben natürlich viel alte Geschichten jetzt noch aufgewärmt und freue mich, dass er glücklich ist. Das ist das Wichtigste in dem Fall. Ja. Sagte Jackie Drexler auch neulich bei uns in der Sendung. Herzlichen Dank, Lars Gründe. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und bei uns eine Frau, die sehr lange jetzt warten musste, Britta Wulff. Ich habe vorhin ihre Geschichte schon mal so ein bisschen umrissen. Sie haben ein tolles Buch mitgebracht, Das Rentier in der Küche, heißt es. Obwohl Sie eigentlich ja Regisseurin sind, nicht so sehr Autorin. Für welche Filmprojekte? Sie kümmern sich um Minderheiten, ja? Das heißt, Sie reisen durch die Welt und schauen, wo gibt es von einer Sorte möglichst wenige und da fahren Sie hin, ja? So ähnlich. Ja. Es gibt beim RBB-Fernsehen eine Redaktion, die sich Sorbische Redaktion nennt. Ah, okay. Die Sorbische, ja auch, genau, Minderheit in die Sorbische Sachsen, Minderheit, ja, hat ein eigenes Herr Programm. Tillich ist ja auch Sorbe, ne? Soweit ich, ja, weiß. Ja. Ja. Und diese Redaktion hat einmal im Monat ein sorbisches Magazin. Und wir leisten uns einmal im Jahr eine Auslandsreportage. Und das machen Sie? Ja, im Moment. So. Und die sollte wohin gehen? Also die war schon, wir waren schon in vielen Ländern. Ja, nee, aber in dieser Geschichte jetzt. In diesem Fall fing es mit Sibirien an. Wir waren in Sibirien, weil dort die Evenken leben. Evenken? Ja, Evenken. Wie viele gibt es von denen? Die sind verteilt auf der ganzen Welt. Okay. Es gibt also an der Stelle, wo wir waren, nur noch ganz wenige. Ungefähr 300. 300? 300. Es gibt ein Gebiet in Russland, ich glaube, da leben so um die 100.000. Ja. Da wollten wir aber nicht hin. Über die gibt es schon Filme. Und wir haben gesagt, wir suchen uns eine Stelle, wo es weniger gibt und wo es landschaftlich sehr schön ist. So, die sprechen Evenkisch? Oder jetzt war ganz blöd gefragt. Ja, sie sprechen Evenkisch, wenn sie es noch können. Ja, also genau. Die meisten können es nicht mehr. Das war auch der Anfang meiner Recherche. Ich habe also nach Menschen gesucht, die Evenkisch sprechen. Und wo macht man das? In sozialen Netzwerken. Ja. Da steht dann also Russisch. Zweite Sprache Evenkisch. Die Leute habe ich angeschrieben. Super. So wie die Sami in Nordfinnland, genau, in Lappland zum Beispiel. Das kann ich mir vorstellen, dass sie da waren. Ein schöner Ort. wir schauen uns jetzt mal an, wie man da hinkommt. Vielleicht beschreiben Sie uns einmal, Frau Wulff, was das für eine Wahnsinnsreise ist. Wir haben da so eine kleine Karte. Und sag mal, wo es losgeht, in Berlin nehme ich an. So. Genau, wir sind in Berlin gestartet und sind erstmal nach Moskau geflogen. Das sind so circa 2,5 Stunden. Und von dort, da steigt man dann in ein anderes Flugzeug, sind wir in dem Falle bis Ulan-Ude geflogen. Ja. Das ist die Hauptstadt Burjatiens. Wie lang fliegt man da? Das sind nochmal fast 6 Stunden gewesen. Und dann sind wir mit einem ganz kleinen Flugzeug, mit einer Cessna, so quer über den Baikalsee. Das sind nochmal 1,5 Stunden. Es gibt auch ein bisschen einen anderen Weg. Man kann auch über Irkutsk fliegen, aber wir sind also beim ersten Mal diesen Weg. Irkutsk ist der Ort, wo es so unfassbar kalt ist, ne? Nee, da gibt es noch kältere. Also, ah ja, okay, gut. Gut, genau. So, und dann kommen Sie da an und finden, ist das auf dem See? Das ist der Baikalsee und das ist eine Straße auf dem Baikalsee, weil an dem Tag wurde ein Fest dort gefeiert und alle Autos mussten über diesen See. Super. Das ist übrigens im April. Im April war das, ne? Ja. Wunderschöne Zeit da wahrscheinlich in Sibirien, oder? Schön kalt und nicht zu kalt. Genau, über welche Temperaturen reden wir da? Der See ist noch komplett zugefroren, aber die Außentemperatur waren schon Plusgrade in dem Falle. Okay. Das ist der Ort Nischni Angarsk. Dort haben wir viel gedreht und dort haben wir auch Anatoli getroffen. Das ist der Ort, an dem diese Geschichte in erster Linie spielt? Ja. Das hier, dieses verträumte kleine Dorf hier? So klein ist es gar nicht. Das sind 5000 Einwohner ungefähr. Okay. Und das ist das bevorzugte Transportmittel? Oder? Das ist dann schon auf dem Weg in die Taiga. Die Einheimischen haben uns mit in die Taiga genommen. Und da sind wir mit Rentisch. Das so, ist jetzt, die Ankunft. Und jetzt pass auf. Jetzt erstes Treffen mit Anatoli. Genau. So, was haben Sie da gedacht, Frau Wulff? Wir hatten ja lange gemailt und viele Dinge besprochen. Und ich war erst mal nur froh, dass er da war. Ja, also ich sage immer, was ich da sehe. Ich sehe da Liebe, schon auf den ersten Blick. Sie auch? Da sehen Sie mehr als ich. Ja. Da war noch nichts. Ja. Da war wirklich noch gar nichts. Ja. So, und Anatol, das klagen Sie. Nein, das ist so.
Was hat oder macht Anatoli beruflich? Anatoli hat damals als Security-Mann bei der Bahn gearbeitet. Einer der wenigen Jobs, die es da überhaupt gibt. Also in dem Gebiet gibt es fast keine Arbeitsplätze. Und, Sehr arm, ne? Wahrscheinlich, ja. Das ganze Gebiet. Ja, ja, er bewacht ein Depot. Also ja, es wird viel bewacht in Russland. In Sibirien. Nicht nur in Sibirien. In Sibirien wird viel bewacht, keiner weiß was, aber da könnte ja einer vorbeikommen, mal was klauen. Ne? Genau. Ja. Und da kommen ja oft Leute vorbei. So, wie ging es dann weiter? Wir haben unseren Film gedreht, wir sind nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Hause, schon in Ulan-Ude, also wir waren noch nicht ganz zu Hause, sondern sozusagen eine Station weiter, bekam ich eine SMS, die ich ehrlich gesagt missverstanden habe. Weil Anatoli schrieb damals, der erste Tag ohne Rainer, Steffen und Britta ist vorbei. Rainer und Steffen sind mein Kameramann und mein Assistent. Ja. Und ich habe mich darüber so ein bisschen lustig gemacht und habe meinen beiden Männern erzählt, also guckt mal, wir haben irgendwie hier jemand, der Entzugserscheinungen hat. Wir haben den vielleicht so ein bisschen durcheinander gebracht. Und da guckten mich die beiden Männer an und sagten, der hat nicht Sehnsucht nach uns, der hat Sehnsucht nach dir. Sag ich doch, das war Liebe. Aber ich wusste das immer noch nicht. Ja, ja, Sie wussten das nicht, aber ich sehe das, alle sehen das hier. Ja, und dann kam die nächste SMS und da stand, du fehlst mir. Oh. Und dann dachte ich, waren Sie da schon in Berlin? Nein, da war ich auch noch in Ulan-Ude. Das heißt, Sie hätten umdrehen können? Nee, so einfach ist es nicht. Ich musste ja den Film erstmal fertig machen. Ach, hören Sie auf. Ja. Das ist so. Was haben Sie denn zurückgeschrieben? Damals habe ich geschrieben, du mir auch. Also, du fehlst mir auch. Genau, so gut war mein Russisch auch noch nicht. Also die Wahl der Worte war noch ein bisschen beschränkt. Ja. Dann bin ich weiter nach Hause geflogen und ab da gab es ja einen Marathon an SMS, E-Mails, Skypen, alles, was es so gibt. Telefon dann auch, ja. Und wie viele Wochen ging das? Wie viele Monate? Wie lange dauerte das, bis Sie sich wiedergesehen haben? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, das ist eine lange Zeit, ne? Das ist ist eine sehr lange Zeit, aber es hat auch erst mal eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, ich habe mich auch verliebt. Also Sie haben das gar nicht sofort gemerkt. Nee. Anders als wir alle haben Sie es erst später gemerkt. Ich habe es später gemerkt. Verstehe. Okay. Herrlich. Und wann war Ihnen klar, ich habe mich verliebt? Irgendwann beim Skypen, beim Mailen war mir klar, ich warte jeden Tag darauf, dass ich also höre, guten Morgen, wie geht's dir, was hast du gemacht? Dass es irgendwie zu meinem Leben gehört. Und dann kam irgendwann der Gedanke, kann man sich überhaupt in Mails und in ein Bild auf dem Monitor verlieben? Das geht doch eigentlich gar nicht, weil vorher war ja für mich noch gar nichts. Also es war für mich so ein bisschen irreal. Ich dachte, das geht nicht. Und habe dann beschlossen, ich will jetzt wissen, was dahinter steckt. Ich will da noch mal hin. Super. Und bin im Sommer hingefahren. Was hat der Anatoli, was jetzt der normale Berliner nicht hat? Er war ganz Mann. Das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Was ist ganz Mann? Weil ich wusste, dass du diese Falle tappst. Das war mir klar. Ich bin nach Berlin gezogen, damit endlich einer da ist. Weil ich höre jetzt genau zu. Ist jetzt für dich. Ja. Ja, er hat sich oder er konnte sich verhalten wie ein Mann. Mir fiel dann im Nachhinein auf, was mich sozusagen doch beim Drehen dann irgendwie ja schon fasziniert hat. Ja. Es ging immer darum, mich zu beschreiben. Ja, das ist jetzt ein relativ aktuelles Foto bei der Goldwäsche. Genau. Nee, er hat auf mich aufgepasst, er hat mich beschützt, er hat mich versorgt, er hat mich umsorgt. Das ist ein Mann, ne? Ich meine, der erwürgt das Karibu mit bloßen Händen, das ist doch, oder? Und hast du gesehen, was der aus überschüssiger Kraft an Holz gemacht hat? Ja. Auch das. Und auf der anderen Seite aber, die Russen sind ja, ich mag die ja unheimlich gerne, das sind so melancholische Menschen. Viele? Ja. Weiß ich gar nicht, ob eine Wenke sich jetzt als Russe bezeichnet? Ja, auf alle Fälle. Okay. Und es sind ja sehr melancholisch und auch romantische Menschen, ne? Ja. Deswegen diese SMS, ich würde jetzt all die Blumen, die ich jetzt finde, durch auf deine Wege verstreuen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Text, Waldi, das schreiben wir mal jetzt mal morgen an irgendjemanden. Was meinst du, was dann passiert? Da würde zu mir als Antwort kommen, du Schleimer. Ja. Genauso hätte ich bei einem deutschen Mann wahrscheinlich auch reagiert. Ja, deswegen ist das schon ein bisschen skurril. Ja. Also, dass man, aber es passte. Es passte und es war so überzeugend, dass man es geglaubt hat. Ja, so, und Sie sind dann zurück? Ich bin dann allein, also diesmal ohne Team, ganz allein nach Sibirien gefahren. Und zwar im Sommer, im August. Und ja, Sibirien. Und Anatoli hatte eine Hütte gemietet. Ja, ja. Im Wald? Nein, in dem Ort in Nischni Angarsk,
Wir haben also 3 Wochen verbracht und wir waren zum Teil in diesem Ort. Aber da sehen Sie es jetzt auch, ne, Frau Wolf? Ja, da ist es auch eindeutig. Ja. Genau. Und wir waren aber auch in der Wildnis wirklich. Wir waren in der Taiga, wir waren auf einer Rentierfarm, weil einer seiner Brüder, also er hat ganz viele Geschwister, einer seiner Brüder hat eine Rentierfarm. Und das ist auch alles ganz genau in dem Buch beschrieben, was wir da erlebt haben auf dem Weg dorthin. Das ist, ist eine schöne Geschichte. Da ist das diese Rentierfarm, ne? Genau. Ich glaube, wir haben auch Bilder vorliegen, wo Sie gemeinsam dann unterwegs sind auf so einem Schlitten mit Rentieren. Vielleicht können wir das mal ganz kurz zeigen. Genau, das ist noch aus den Dreharbeiten. Das also war von im vorher, Winter, ne? Genau. Aber da waren Sie auch schon gemeinsam unterwegs. Und ich sag mal so, wenn man diese Bilder jetzt gleich sieht, die Kollegen gleich einspielen, Sie füttern da dieses weiße Rentier. Das ist meine erste Begegnung mit einem Rentier. Also ich hatte vorher noch nie so nah ein Rentier erlebt. Und er meinte dann... Hier, nimm mal, führ's mal weg. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit machen sollte. Ja. Und dann? Und dann gab es die Schlittenfahrt. Wir sind dann also bestimmt 1,5 Stunden durch die Taiga zu einem Ort gefahren, an die obere Angara. Ja. Und dort haben wir also weiter gefilmt. Ja, und jetzt schau dir das an. Mit der Nummer kriegt man doch jede Frau rum, oder? Ne? Ist doch so. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Wer kann das schon, ne? Ich verstehe das total. So, und dann Gegenbesuch in Deutschland. War Anatoli dann auch mal in Deutschland? Noch nicht. Also wir haben das immer geplant gehabt, aber das ist nicht so einfach. Das ist vor allen Dingen nicht für Menschen einfach, die kein Geld haben. Also man kann ein Visum beantragen, aber davor liegt noch eine offizielle Einladung. Diese offizielle Einladung muss ich aussprechen. Das heißt, ich muss nachweisen, wie viel Geld ich besitze, ob ich überhaupt jemanden einladen kann. Im Ernst? Ja, das ist alles ganz schwierig. Und derjenige, der kommt, muss auch Geld besitzen. Lustigerweise 52 Euro pro Tag. Für den Tag, den er bei mir sein will, muss er nachweisen. Das ist alles nicht so einfach, aber das haben wir auch geschafft. Aber vorher war ich noch mal im Winter dort. Ich bin dann zum Weihnachtsfest, also Silvester ist ja bei den Vorweihnachten. Ich war also erst noch mal richtig, mit richtig Kälte, minus 30 Grad und sowas habe ich noch mal erlebt. Sie waren da in der Sauna, ne? Nee, wir waren in einer heißen Quelle. In der Sauna ist man andauernd. Immer ständig, ne? Und peitscht sich dann auch so aus mit so Birkenzeugs, ne? Ja, aber in der heißen Quelle. Ist das die Sauna? Das ist die heiße Quelle. Also das ist das Umkleidehäuschen der heißen Quelle. Ein offenes Umkleidehäuschen und... wir waren wirklich im Dunkeln dort, deswegen sind die Bilder sehr schlecht, nur mit einem Blitz gemacht. Ja. Das Wasser ist richtig heiß, über 40 Grad, aber das Umkleidehäuschen war eine Katastrophe. Vor allen Dingen, weil ich nicht wusste, worauf man achten muss. Worauf muss man achten? Nur für uns Sibirienreisende jetzt, die wir alle werden jetzt? Zum Beispiel die Füße auf die Schuhe stellen und nicht auf den vereisten Boden. Schlau, ja. Und schlimmer noch, wenn man dann wieder rauskommt und im Dunkeln seine Sachen suchen muss, die da irgendwo am Nagel hängen und den Badeanzug, den man auszieht, auf die Bank legt, der ist sofort festgefroren. Ich habe ihn nicht wieder abgekriegt. Aber geht man da dann im Badeanzug rein? Ist doch keiner da. Kann man da waren schon ein paar. Und wir hatten Jungs dabei, kleine Jungs aus der Familie, die auch ständig rein und rausgesprungen sind. Also es war anstrengend, muss ich sagen. Es war nicht so romantisch, wie es aussieht. Das glaube ich aber irgendwie schon. Und Anatoli holt sie da raus. Das ist ja gar kein Problem. Genau. Und kam er dann nach Deutschland? Er kam nach Deutschland. So, und jetzt die 1-Million-Dollar-Frage. Ein Mann aus den Wäldern Sibiriens. Mit welchem Gepäck kommt der nach Berlin? Mit einer so großen Tasche. Also so ungefähr. Da war das Geld drin. Nee. Da waren 2 Unterhosen, eine Art Jogginghose und Fisch war da drin. Und zwar getrockneter, aber auch ein so großer, frischer Fisch. Ich habe ihn nie gegessen. Er weiß es nicht. Also wir haben ihn in die Tiefkühltruhe zu Hause. Ich wusste aber nicht, wie lange der unterwegs ist, weil ja auch seine Reise ja sehr lange dauert. Ich wollte gerade sagen, der ist ja tagelang unterwegs, oder? Genau. Mit dem frischen Fisch an Bord. Der ja angeblich noch frisch wäre. Ich habe dann gesagt, wir tun ihn erstmal in die Tiefkühltruhe. Als er weg war, habe ich ihn dann entsorgt. Ich glaube, man... Eine Stunde ist über YouTube dort diese Geschichte. Absolut. Und das wird das Zusammenleben, glaube ich, in Zukunft erschwert. Nein. Anatoli versteht kein Wort Deutsch. Das ist ja wie ein toter Fisch. Man kann mit Wodka da sehr viel desinfizieren. Wie geht es denn jetzt weiter mit Ihnen beiden? Sind Sie noch zusammen? Oder? Also wir schreiben 2 bis 3 Mal am Tag. Wir telefonieren und wir haben einen Traum und einen Plan. Aber ob das klappt, weiß ich noch nicht. Ich will im August mit anderen Menschen, mit 3 Wohnmobilen von hier, also von Berlin aus, bis an den Baikalsee fahren. Und Anatoli würde mit dem Flugzeug bis Moskau kommen und die Strecke mitfahren. Also wenn Sie einen Fahrer brauchen, also ich... Mal sehen. Würde mich da anbieten. Komm mit, ne? Baldi, kommst auch mit.
ich fahre eine Frau zu ihrem. Ja, das ist doch jetzt. Es geht nur ums Wohnmobil. Es geht um den Baikalsee, Mensch. Das ist fantastisch. Wir verabreden uns jetzt, Frau Wulff, wir machen das so. Wenn das gut läuft mit Ihnen beiden, wir laden Sie ein. Sie kommen mit Anatoly hierher in diese Sendung. Wunderbar. Ja? Und dann besprechen wir mal alles so ein bisschen. Wir. Ist das gut? Das machen wir, ja? Herrlich. Und du isst dann live in der Sendung den Fisch, den er mitbringt. Ja. Das machen dann deine Kollegen bei RTL. Das wird die nächste Dschungelprüfung. Das machen wir dann so. In diesem Sinne. Danke euch ganz, ganz herzlich. Das hat großen Spaß gemacht, Frau Wulff. Danke sehr herzlich. Man redet hier in meiner Küche. Super. Wir hatten sehr herzlich bei Lars Lunde, der heute unser Gast war. Bei Heiko Wasser, vielen Dank, Heiko. Bei Waldemar Hartmann und bei Olaf Sundermeier, vielen Dank fürs Kommen zu so später Stunde. Jetzt die Kollegen von Heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. An diesem Bayernabend. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen Abend Ihnen hier im Studio und auch einen schönen Abend natürlich Ihnen zu Hause. Ja, Champions League im ZDF, Bayern gegen Arsenal. Und da passt es wirklich gut, ihn heute hier bei uns zu haben. Einen Mann, der als eines der größten Fußballtalente überhaupt in seiner Heimat Dänemark gilt, als ihn Uli Hoeneß Mitte der 80er Jahre zum FC Bayern holt. Dann aber merkt er, er ist diesem enormen Druck in München nicht gewachsen. Ich habe, so sieht er das heute, ich habe damals ein bisschen meine Unbekümmertheit verloren. Die will er dann bei einem neuen Verein in der Schweiz wiederfinden. Doch dann passiert etwas, was sein Leben für immer verändert. An einem Bahnübergang wird er von einem Zug erfasst, ringt 10 Tage mit dem Tod und überlebt nur knapp. Auf die Frage, was er im nächsten Leben anders machen würde, hat er mal die schöne Antwort gegeben: Ich würde bei den Bayern mehr Tore schießen und ich würde nicht mehr in einen Zug fahren. Herzlich willkommen, Lars Lunde. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Faszinierende Lebensgeschichte. Ja, und Unbekümmertheit, diese Unbekümmertheit, von der Lars Lunde spricht, ist ein bisschen auch das Stichwort für den nächsten Gast. Die hat auch der moderne Fußball verloren, sagen manche und sagt auch er. Dafür muss man sich nur mal anschauen, welche schlimmen Szenen sich rund um das Spiel von Dortmund gegen Leipzig zugetragen haben. Er ist nicht nur Dortmunder und leidenschaftlicher BVB-Fan, sondern vor allen Dingen ein herausragender Reporter, der sich seit langem mit Fankultur beschäftigt. Red Bull Leipzig, sagt er, ist genau das, was der Anhänger eines traditionellen Vereins zutiefst ablehnt. Er sagt aber auch, der BVB hat den gewaltbereiten Fans über Jahre zu viel Platz eingeräumt. Herzlich willkommen, Olaf Sundermeier. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank fürs Kommen. Dann ein Mann bei uns, der gestern noch in Lissabon war beim Dortmund-Spiel, der aber auch selbst im Stadion war, als es zu diesen Ausschreitungen kam. Und der entsetzt darüber ist, dass so etwas passieren konnte. Doch er stellt auch die Frage nach den tieferen Ursachen und sagt, müssen wir uns nicht alle die Frage stellen, ob das möglicherweise auch eine Art Protestbewegung ist gegen dieses viele neue Geld im Fußball. Und er verweist darauf, dass man zwar ganz leicht über Getränkedosen mit Stierapplikationen schimpfen kann, aber dann sagt er, muss man auch fragen, ob es okay ist, wenn man Lewandowski mit dem Geld eines einzigen Großsponsors einfach so nebenbei mal kaufen kann. Wo um Hummels Willen, sagt er, soll das hinführen? Herzlich willkommen, Heiko Wasser. Ich freue mich sehr. Ja, sieht er, der Mann neben mir, im Prinzip genauso und sagt, wir müssen endlich mal aufhören, uns gegenseitig Märchen zu erzählen. Wenn Leipzig ein Wirtschaftsmodell ist, um Brause zu verkaufen, dann muss man auch erwähnen, dass Dortmund an der Börse notiert ist und an Bayern 3 Weltfirmen beteiligt sind. Apropos Wirtschaftsmodell hatte er auch mal, nämlich eine Wirtschaft in Augsburg, eine richtig schöne Kneipe. Und jetzt im zarten Alter von 49,5 verrät er zum ersten Mal und zur großen Überraschung aller, wo er als Fußballreporter am meisten recherchiert hat. Zitat: Ich habe mein halbes Leben an der Bar verbracht. Ich bin immer als Letzter gegangen und wusste am Ende das meiste. Herzlich willkommen, Waldemar Hartmann. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Waldi. Ja, und wir alle wissen, Alkohol ist ja nun wirklich keine Lösung. Wobei, diese Frau hier kommt gerade von einem unglaublichen, einen Ort so dermaßen abgelegen, so dermaßen einsam und kalt und dunkel, dass man sagen muss,
Kein Alkohol ist da vermutlich auch keine Lösung. Sie ist Dokumentarfilmerin und machte sich vor einiger Zeit auf den Weg ins tiefste Sibirien, um einen Film über das geheimnisvolle Volk der Evenken zu drehen. Doch als sie zurückkommt ins lauwarme Berlin, merkt sie plötzlich, ihr fehlt nicht nur Sibirien. Und als wenig später eine SMS eintrudelt, ist es endgültig um sie geschehen. Die SMS ist von Anatoli und sie lautet: Ich würde gerne alle Blumen, die ich finden kann, auf deinen Wegen verstreuen. So romantisch sind Evenken. Und seitdem steht sie vor der Frage, wie geht das? Liebe auf 8000 Kilometer Entfernung und mit einem Mann aus den Wäldern Sibiriens, der bis heute nicht begreift, dass man ernsthaft in Deutschland für Parkplätze bezahlen muss. Herzlich willkommen, Britta Wulff. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Das versteht er nicht, ne? Herrlich. Wahnsinn, wenn wir gleich später drüber reden, warum Anatoli vom Baikalsee nicht versteht, dass man in Deutschland für Parkplätze bezahlen muss. Schnell in die Runde gefragt, Waldemar, wie hast du das Spiel heute gesehen? Es war ein toller Erfolg für die Bayern, ne? Ich meine, in der Form werden die eigentlich nur vom HSV zu schlagen. Sagt mein Freund Tim. Ich habe dir den Applaus jetzt gelassen, weil du lebst in dieser Stadt und kannst ihn gebrauchen deswegen. Ja, nein, ist okay. Ja, gerne. Ich habe das ja vorher getippt, wir haben ja vorher telefoniert, ja, vor dem Spiel, schon vor zwei Tagen. Und ich war ziemlich sicher, dass die Arsenal weghauen. Genau, das hast du gesagt. Du hast gesagt, wahrscheinlich werden sie sogar richtig weghauen. Ja, genau, richtig weghauen. Und so kam es denn auch. Arsenal hat auch kräftig mitgeholfen, muss man schon dazu sagen. Aber alle die Skeptiker, die in München seit Wochen, seit Rückrundenbeginn Carlo Ancelotti schon in die Ecke der erfolglosen Trainer des FC Bayern schreiben oder reden wollen, sind ab sofort jetzt mal silenzios dankbar. Ja. Carlo hat das gesagt, auch Uli Hoeneß hat das erwähnt. Wenn Rummenigge und ich nervös werden und sagen auch mal Trainer, sieht nicht so gut aus, dann ist er der ruhigste von allen und sagt, meine Herren, März und April sind die entscheidenden Monate, weil die Champions League Halbfinale-Spiele da stattfinden. Und das wissen die Bayern, dass man die auch verlieren kann. In den letzten drei Jahren war es nämlich so. Das hat es nicht so überrascht. Ja. Und der Sieg war auch, da müsste man normalerweise jetzt für eine Phrase bezahlen, auch in dieser Höhe in Ordnung. In Ordnung, ja. So. Und die Frage ist, war das auch für Heiko Wasser in Ordnung? Ein Mann, der, sag mal, du bist jetzt nicht irgendwie der Vorsitzende des Bayern-Fanclubs, muss man sagen. Ja? Du bist leidenschaftlicher Dortmund-Fan, BVB-Fan. Wobei man sagen muss, deine Mutter nicht, aber die Mutter,